Hallo liebe Elektronikfreunde, mein Name ist Roland Völkel und ich werde heute was über Pinabstände beim Steckverbinder und was wie zusammenhängt mit dem Luft- und Kriechstecher. Dafür werden wir hier ein Experiment aufführen, quasi mit einem Hochspannungsgenerator, wo wir einmal 2000 Volt einstellen und schauen wir, ab wann das durchschlägt. Und im zweiten Gang machen wir dann 6000 Volt und auch nochmal sehen, welchen Abstand wir dazu brauchen. Das ist immer sehr wichtig, dass immer der kürzeste leitfähige Material Abstände beachtet. Es reicht nicht, wenn der Pin entsprechend bei dem Steckverbinder nur 2-3 mm hat, um entsprechend 2000 Volt zu erreichen, sondern auch bei den Pads ist sehr wichtig, darauf zu achten, der kürzeste Strecke irgendwo, dass man entsprechend genug weit ist für diese Spannungsfestigkeit. So, fangen wir mit 2000 Volt an. Dafür schalte ich den Generator ein. So, es ist jetzt betriebsbereit. Jetzt fangen wir an mit entsprechender Elektrode. Jetzt auf die kleine Spannungsspitzen und Spannungsfestigkeit von dieser 2000 Volt zu achten. Und ich werde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und hat durchgeschlagen. So, machen wir den Piepser aus. Ja, wie man es gesehen hat, beim 2000 Volt ist knapp unter 2 mm. Hat schon durchgeschlagen, weil die Spannungsfestigkeit vom Luft ist ca. 1000 Volt pro Millimeter. Deswegen brauchen wir jetzt auch noch mal einen zweiten Gang, 6000 Volt etwas größerer Abstand, weil sonst viel früher zuschlagen wird. Dafür müsste ich den Messgerät noch mal neu einstellen und neu starten. So, wir sind jetzt beim 6000 Volt. Was passiert beim 6000 Volt? Natürlich viel früher, also beim 7 mm hat schon durchgeschlagen. Fazit, bitte achtet darauf auf eure Leiterplatten, dass man die Abstände bei den Pads und bei den Leiterbahnen entsprechend für den Hochspannung ausgelegt wird. Ich hoffe, bei der vielen Funken und Blitzen hat euch Spaß gemacht. Schaut meine nächsten Videos an. Bleibt mit mir in Kontakt, stellt mir eure Fragen und folgt mir auf meinen Kanälen.